Und auf einmal stehst du vor einem DJ-Set und denkst dir nur, holy shit, was soll ich mit den ganzen Reglern, Federn, Knöpfen und all dem Überfluss an Funktionen und Möglichkeiten überhaupt anfangen? Bist komplett überfordert, weißt gar nicht, was du machen sollst und fühlst dich einfach komplett verloren. Wenn du das kennst, dann bist du hier in diesem Video auf jeden Fall genau richtig, denn hier geht es genau darum, dass du die Funktionen von im Endeffekt allen DJ-Sets in Grundfunktionen alle verstehst und damit auch eine einfache und prägnante Routine für dich als DJ überhaupt hast. Nach diesem Video weißt du auf jeden Fall Bescheid, wie im Endeffekt alle DJ-Sets genau aufgebaut sind und was du davon alles brauchst, um eine gute und angenehme DJ-Routine überhaupt für dich zu entwickeln und selbstsicher an jedem DJ-Set zu stehen und zu spielen. So, bevor wir starten, wer bin ich überhaupt? Ich bin Katrin Mendelsohn, ich bin seit über 10 Jahren als erfolgreiche DJ in ganz Europa unterwegs und das vom kleinsten Event bis zu einem riesen Event auf einer riesen Stage. Und ich habe sie alle durch. Ich habe schon mit allem Möglichen aufgelegt, angefangen von Laptop bis zu verschiedenen Controllern, die ich genutzt habe, bis zum Clubstandard mit dem Pioneer Set, bis zu so einem Set von Denon, bis zu Turntables und Schallplatten und digitale Vinyls. Alles Mögliche habe ich für mich ausprobiert und für dich auch ausprobiert, um dir in diesem Video genau deshalb auch einen guten Überblick darüber zu geben, wo sich die ganzen Dinge überhaupt überschneiden und was sie alle gemeinsam haben. Und zwar geht es in diesem Video in einem Überblick über Funktionen wie Crossfader, Linefader, Pitchfader, was sind überhaupt Jogwheels und wozu brauchst du die und wie ist denn die Mixer-Sektion aufgebaut, und zwar im Endeffekt bei jedem DJ-Set ist es identisch, das schon mal verraten. Warum ist es überhaupt für dich wichtig, sich mit solchen Themen zu befassen und zu beschäftigen? Auch ich habe am Anfang nur mit einem Laptop aufgelegt und wusste auch nicht, wie das Ganze überhaupt funktioniert und stand auch schon mal an einem Set von einem DJ-Kollegen und dachte mir, sieht schon nett aus, irgendwie kann er damit umgehen, ich habe keine Ahnung, wozu die ganzen Knöpfe sind, ja. Bis hin zu natürlich der Entwicklung, dass ich das gelernt habe, dass ich auch in der DJ-Schule bei einem Coach war und habe mir das erklären und zeigen lassen. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Und verstanden, hey, an jedem Set ist es im Endeffekt fast identisch. Natürlich gibt es Unterschiede, aber die ganzen Grundsachen sind alle gleich. Bis hin zu, okay, ich kenne meine Musik, das ist übrigens mega wichtig, dass du auch deine Musikbibliothek kennst. Und wenn du das kannst und wenn du die Funktionen verstehst, kannst du sogar nur mit einem Laptop auflegen. Denn ich hatte auch schon mal einen Fall, dass ich einfach meinen Stromadapter von meinem Controller vergessen habe. Und was ist passiert? Ich stand da und musste nur mit Laptop auflegen bei dieser Veranstaltung und nur mit Kopfhörerausgang sozusagen an die Anlage. Und ich habe das trotzdem so geschafft, dass keine mitbekommen hat, dass ich irgendwie irgendwas nicht dabei hatte. Ja? Also auch so funktioniert es, aber dafür musst du wissen, wie das geht, wie das funktioniert, wozu das Ganze überhaupt da ist, denn die gleichen Funktionen hast du auch in der Software und deine Musik auch kennen. Okay, dann schauen wir uns mal das Setup vor mir einfach mal an. Wie man sieht, ist es groß und hat ganz, ganz viele Funktionen. Auf alle werde ich in diesem Video auf jeden Fall nicht eingehen und das Ding ist, du brauchst nicht alle von Anfang an. Der Rest ist alles kreativer Ausdruck und mehr Wert sozusagen, was du alles machen kannst, aber es geht um die grundwichtigsten Bausteine davon. Also, es gibt die Linefader, ja, da sind die Dinger hier, den Crossfader, wozu und wie und was werde ich dir noch gleich alles nochmal zeigen. Wir haben hier den Pitchfader, so, an jeder Seite eins, die Jogwheels, und die Mixer-Sektion insgesamt, ja, also mit den ganzen Equalizern, Filtern, Gain und so weiter und so fort. Du hast, wie gesagt, hier noch viel, viel mehr, aber es geht darum, dass du verstehst, was die Grundfunktionen an jedem DJ-Setup überhaupt machen, ja. Und das kann auch anders aussehen. Und das empfehle ich dir auch für den Anfang. Von jedem Hersteller gibt es im Endeffekt so ein Einsteigerprodukt, Einsteigermodell, was hier nur 2 Kanäle hat, du brauchst nicht mehr als Anfänger. So, und
alles reduziert, alles übersichtlich, alles klein. Du hast die gleichen Sachen auch hier, den Jogwheel, die Mix-Up-Sektion mit zwei Line-Fadern, mit einem Crossfader, mit den Pitch-Fadern, ja, mit den anderen Funktionen. So übersichtlich und klein, reicht vollkommen aus. Wie gesagt, es geht sogar nur mit Laptop, aber die haptische Hardware macht es einfacher für dich aufzulegen als nur am Laptop. Deswegen schon eine Empfehlung. Schau gerne, was in deiner Preisklasse auch liegt, wenn du ganz am Anfang stehst. Und lerne die ganzen Basics. Warum? Weil du stehst dann wirklich selbstsicher an jedem Set. Du weißt ganz genau, was du machst. Du musst einmal nur kurz Überblick über das Set machen, schauen, wie was funktioniert und kannst einfach auflegen. Und zwar selbstsicher und entspannt. So, jetzt kommen wir zu den Funktionen von den ganzen Sachen, die ich jetzt benannt habe. Wir fangen einfach mal mit dem Crossfader an. Und du hast schon gesehen, das ist dieser hier. Und er wechselt im Endeffekt deine Seite. Wenn du nochmal in der Geschichte einfach mal zurückgehst, früher gab es vielleicht nur einen Plattenspieler, dann kamen die DJs, die wirklich auch mehr Übergänge gemacht haben. Dann hat man gesagt, okay, nur mit einem Plattenspieler, da muss ich ja einmal die Platte wechseln. Das braucht Zeit, dann haben wir eine Pause, deswegen hat man zwei genutzt. So, so hast du es auch hier, Wechsel von einer Platte zur nächsten. Das ist der Crossfader. Damit du das überhaupt nutzen kannst, kannst du deine Kanäle, wenn du nur zwei hast, hast du nur eine Funktion, dass es an oder aus ist. Und hier kannst du aussuchen, welche Seite Kanal A oder Kanal B an welchem Linefader liegt. Ja, das sind diese kleinen Schieber oder manchmal auch hier unten. Das, wenn es in der Mitte steht, so nutze ich das meistens, weil ich jetzt kein Scratch-DJ in erster Linie bin, sondern ich mixe nur die Songs ineinander. Dann lasse ich das in der Mitte, weil dann ist es egal, ob ich mal mit meinem Kleidungsstück oder mit irgendwas hier rangekommen bin. Die Musik ist trotzdem an. Die Linefader, die regeln im Endeffekt einfach die Lautstärke von jedem einzelnen Kanal. Wie gesagt, wenn du zwei hast, dann hast du nur zwei. Wenn du vier hast, dann hast du vier. Am Anfang brauchst du nur einen Zwei-Kanal-Mixer. Alles andere ist, wenn du dann weitergehst mit A Cappellas mixen, mit drei Songs gleichzeitig mixen, kannst du alles tun, musst am Anfang gar nicht. Das schon mal dazu. Und ich zeige dir einfach mal ganz kurz, wozu du den Jogwheel hast. Du kannst im Endeffekt im Song, als ob du kannst dir vorstellen, das ist eine Platte, ja, davon sind die Jogwheels ja auch gekommen überhaupt, kannst du im Track vorspulen, zurückspulen, halt auch Scratches machen, wenn du das möchtest. Und dazu zu dieser Haptik oder Geschwindigkeit auch verändern, wenn du es an der Seite machst, ist bei jedem ein bisschen anders. Das kannst du alles bei dir ausprobieren. Wie gesagt, Funktionen gibt es mega viele, aber dass du schon mal verstehst, was du damit machen kannst, die Jogwheels. Die Pitchfader ist der nächste Punkt. Mit dem Pitchfader machst du eins, die Geschwindigkeit vom Track verändern. Fährst du den Richtung Minus, verändert sich die Geschwindigkeit auf weniger sozusagen BPM oder Bits per Minute. Schiebst du den Richtung Plus, verändert sich die Geschwindigkeit wieder in die andere Richtung, also wird schneller. Auch hier angelehnt alles an die damaligen Turntables. Warum? Die Geschwindigkeit vom Motor hat sich damals verringert, wenn du den Pitchfader benutzt hast. Also das war alles motorisiert, natürlich nicht so wie beim normalen Controller heutzutage. Und andersrum genauso, da lief dann die Platte einfach schneller. So, das ist der Pitchfader. Du musst auch natürlich gucken, je schneller du das machst, es gibt extra so eine Taste, die den Key sozusagen festhält, also die Tonlage. Wenn du das sonst schneller machst, dann hört es sich vielleicht auch wie ein Mickey Mouse an. Oder ganz bassig, wenn du das ein bisschen langsamer machst, wenn du den Key nicht verriegelst sozusagen. Ansonsten bleibt es genauso, nur die Geschwindigkeit verändert sich mit dieser wunderschönen Taste. So, das schon mal als kleiner Bonus zu den Grundfunktionen. Was ist noch wichtig zu wissen und zu verstehen? Mixerbereich. Für viele mega überfordernd, weil sie dann auch da stehen und sagen, oh mein Gott, ich kann hier alles drehen und wissen einfach gar nicht, wozu das Ganze überhaupt ist und was sie damit anstellen. Ja? An sich musst du verstehen, der Mixer ist mega einfach aufgebaut, jeder Kanal ist gleich, du kannst dir jeden einzelnen Strang sozusagen angucken und die sind alle identisch. Das heißt, du musst nur eins verstehen und dann verstehst du den ganzen Mixer. Du hast hier in jedem Mixer ist es ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht hast du die Filterfunktion nicht wie hier. Das ist ein Low-Pass- und High-Pass-Filter. Und du hast die Standard-EQ-Einstellungen, die
Tiefen, so Low, was ist, hä? Das heißt Low eigentlich, ne? Also die Tiefen von dem Song, den Bass, kannst du damit rausdrehen oder hinzufügen. Oder wenn es auf 12 Uhr also gerade lässt, dann ist es die normale, neutrale Einstellung. Genauso das gleiche machst du mit den Mitten. Rausdrehen, hinzufügen und die Höhen. Ja? Low, Mid und High. Und meistens hast du dann auch darüber ein Level oder Trim oder Gain, wie auch immer das bei dir heißt, Regler, der die Lautstärke und zwar von dem gesamten Kanal regelt, die du an den Master schickst. Da kann ich dir auch sagen, also Musik kommt jetzt nicht, aber du siehst es dann, wenn du das höher drehst, nee, das ist der falsche, so, wenn du das höher drehst, dass irgendwann die Anzeige hier zumindest nicht in Rot, sondern in Blau wandert, ja, wenn ich das aufmache, auch hier beim Master, das ist der Masterausgang. Und normalerweise, jetzt haben sie das auf Blau geändert, sehr interessant, das funktioniert mit meinem Spruch gar nicht. Die roten Lichter oder die roten Lampen sind für, ja, also das ist der ultimative DJ-Spruch, es soll nicht rot leuchten. Wenn es rot leuchtet, dann ist die Musik verzerrt, du wirst es auf jeden Fall hören, dass es einfach kratzt. Ja, also vielleicht kennst du es auch, wenn du irgendwo auf einer Party bist und der Sound nicht mehr klar und deutlich rüberkommt, sondern einfach kratzt und nicht schön klingt, dann hat der DJ auf jeden Fall übertrieben mit dieser Einstellung. Also rote Lampen oder in diesem Fall blaue Lampen solltest du nicht haben. Das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt, was du dir merken kannst. Laut und viel hilft halt nicht viel, ja, und lauter wird es deswegen nicht besser, sondern macht vielleicht sogar deinen Mix oder die Stimmung auf der Tanzfläche kaputt. Das ist nämlich unangenehm für die Ohren. Okay, dann machen wir mal ein lebendes Beispiel einfach von den ganzen Grundfunktionen. Wie, was, wieso, weshalb. Und übrigens, eine habe ich noch vergessen und das ist der Play-Button. Also Play. Mit Play geht's los. Und wenn du die Mitten rausdrehst oder die hinzufügst, hörst du es in dem Song, dass da was passiert. Die Höhen. Mehr Bass. Musik aus. So. Jetzt machen wir den einfach mal langsamer. Jetzt bin ich an den Jogwheel rangekommen. Ne? Damit kann ich es übrigens auch schneller machen. Oder langsamer. Und jetzt habe ich den Key rausgenommen. Also die Tonlage. Hörst du das? Machen wir mal den Mickey Mouse jetzt. Bei der Stimme hört man es natürlich noch besser. So. Okay, ich soll Pause machen. So, bei der Stimme hörst du den Unterschied. Oder ich mach den Key wieder rein. Dann ist es vollkommen egal, was ich mache. Die Stimme bleibt in der gleichen Stimmlage sozusagen, ja, von dem gleichen Key. So. Wenn du einen Low- oder High-Pass-Filter hast, dann kannst du den hier auch nutzen. So. Im Endeffekt sind es schon die wichtigsten Grundlagen gezeigt an einem Song. Dann machen wir jetzt mal ein Live-Beispiel, wie das denn so funktionieren könnte mit einem Feed. Und fertig ist dein Übergang nur mit den Basics und den Grundfunktionen von deinem Controller und deinem DJ-Set. So, jetzt hast du die Grundfunktionen von mir mit auf den Weg bekommen.
Und ich will dir wirklich einen wichtigen Punkt nochmal mitgeben. Überfordere dich bitte nicht mit ganz, ganz vielen Sachen, die du machen könntest, sondern wenn du das noch nicht beherrschst, lerne wirklich erstmal die Basics. Und zwar so, dass du mit Augenbinde, so übertrieben gesagt, und ich wecke dich nachts aus dem Bett, du stehst auf, stehst an dem Set und kannst es einfach spielen. Ja? Wenn du das beherrschst, kannst du dich mit allen anderen Funktionen befassen. Und denk einfach daran, wenn du das erste Mal im Auto sitzt und hast vielleicht verstanden, okay, das ist Gas und das ist Bremse und das ist die Kupplung, wirst du noch nicht automatisch und ohne darüber nachzudenken richtig fahren können. Du brauchst gewisse Stunden, gewisse Erfahrung, damit du das wirklich beherrschst. Und genauso ist es hier auch. Ja? Du hast die Grundsachen verstanden. Wie gesagt, gibt noch viel mehr. Du kannst noch alles ausprobieren. Übertreibe bitte nicht mit den Effekten. Die Musik ist schon so produziert, dass sie gut klingt. Kann man natürlich viele Sachen machen, aber viele übertreiben auch wirklich damit, das noch dazu. Und lerne erstmal wirklich das Fahrradfahren sozusagen, bevor du mit einem Sportwagen losdüst. Solltest du auch noch keine Ahnung haben, wie das mit der Software so funktioniert, welche Software auch für dich die richtige ist und wie du die Einstellungen da vornimmst, dass überhaupt aus deinem DJ-Set was rauskommt, dann guck dir gerne dieses Video an. So, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit Üben und die Sachen auch umsetzen und wir sehen uns im nächsten Video. Deine Katrin. Und übrigens gibt es noch eine mega geile Funktion, die hat dieses Mischpult leider nicht, aber dafür dein Laptop. Und zwar kannst du mit deiner Maus wohin? Auf den Abo-Button gehen. Okay.